Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die GPKI, die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, einer der wichtigsten und zentralsten Marktregeln der deutschen Energiewirtschaft. Dieses Video ist Teil unserer Playlist rund um die Marktkommunikation in der deutschen Energiewirtschaft. Wir haben wenige Tage vor diesem Video zum Beispiel einen Beitrag rund um die EDIFACT-Dateien, rund um EDI@Energy veröffentlicht. Da ging es eben darum, dass wir uns mal angeschaut haben, wie so eine Marktkommunikationsnachricht, die zwischen Netzbetreibern und Versorgern und so weiter hin und her geschickt wird, aussieht. Das ist so kryptisch aufgebaut und die ist nicht allzu intuitiv verständlich, eben weil das eine absolut nicht für Menschen gedachte Kommunikation ist. Die ist eben für IT-Systeme gedacht. Aber man muss es im Zweifel sich auch mal anschauen. Die Anwendung dieser Marktkommunikationsnachrichten, die ist wiederum vorgegeben durch ganz klare Marktregeln. Diese Regeln sind praktisch die nächste Stufe nach den Gesetzen und den Verordnungen. Grundlegendes Gesetz der Energiewirtschaft ist natürlich das Energiewirtschaftsgesetz. Und dann gibt es so Verordnungen wie die Stromnetzzugangsverordnung, die Gasnetzzugangsverordnung, die dann eben auch Rechte und Pflichten zwischen Netzbetreibern, Versorgern, Kunden regelt. Und in Kombination der Dutzenden, wenn nicht Hunderten gesetzlichen Vorgaben der deutschen Energiewirtschaft gibt es dann ein relativ klares Bild, dass zum Beispiel ein Verbraucher ein Recht hat, beliefert zu werden. Aber wie man das jetzt genau durchführt zwischen altem Lieferanten und neuem Lieferanten, wenn es einen Lieferantenwechsel zum Beispiel gibt und wenn man das Ganze dann auch noch beim Netzbetreiber anmelden muss, weil der die Aufsicht hat über die Zuordnung des richtigen Versorgers und so weiter, ne? Standardänderungen, Netznutzungsabrechnungen, Energiedatenübertragung und so weiter, das muss dann nochmal weiter geregelt werden, weil die deutsche Energiewirtschaft nun mal extrem reguliert ist. Und das wird gemacht über diese Marktregeln wie GPKI. Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität. Der Name deutet es ja schon an. Und wir wollen uns in diesem Video jetzt mal anschauen, wie das funktioniert, was steht da drin, was ist das überhaupt, wie kann man sich darin zurechtfinden und damit arbeiten. Dafür gehen wir jetzt einfach mal in diese Übersicht der Bundesnetzagentur. Diese Seite hier, das ist einfach bei der BNetzA in der Beschlusskammer Nummer 6, die ist dann zuständig für Elektrizität. Dort Bereich Netzzugang und dann Lieferantenwechsel, GPKI. Und dann findet ihr die Übersicht der aktuell gültigen Fassung, der zukünftig gültigen Fassung und der bislang, also in der Vergangenheit gültigen Fassungen. Und wenn wir jetzt erstmal in diese Historie gehen, ne, die Übersicht der bislang gültigen Fassungen, dann kommen wir in die Historie und sehen, naja, 2007 gab es die allererste Variante der GPKI. Und 2007, wenn wir uns jetzt mal historisch ein bisschen damit weiter beschäftigen, was ist da gewesen? Wir hatten seit 1998 die langsam voranschreitende Liberalisierung der deutschen Energiewirtschaft im Versorgerwesen und vor allem erstmal für Strom. Hieß also, wir haben damals das alleinige Energieunternehmen aufgebrochen in Netzbetreiber, Versorger und so weiter. Und wenn wir das eben dann so künstlich schaffen, ne, diese künstliche Trennung zwischen den verschiedenen Rollen, müssen wir nun regeln, wie die miteinander zu sprechen und zu arbeiten haben, wer da was wann zu tun hat und was er bleiben lassen sollte und so weiter. Und das sind dann eben diese Marktregeln. Die erste entscheidende davon war eben die GPKE von 2007. Und diese 2007er Version, die hatte dann so 114 Seiten und hat dann zum Beispiel geschrieben, ich muss mal vielleicht ein bisschen ranzoomen, damit ihr das besser erkennen könnt, also so allgemeine Hinweise, wie man eben so das miteinander organisiert. Und dann kommen aber schon so spannende Dinge wie Prozesslieferantenwechsel, Prozessliefende, Prozesslieferbeginn. Ja, das klingt alles schon mal ganz gut. Und Ersatzversorgungsprozess und dann gibt es Zählerstandsübermittlung, Zählwertübermittlung, Netznutzungsabrechnung, Stammdatenänderung, Geschäftsdatenanfrage, Stornierung und Rückabwicklung, Darstellung der Mengenzuordnung etc. Also einige Inhalte, mit denen wir uns auch heute immer noch auseinandersetzen können, die es immer noch so gibt. Aber natürlich im Detail ist das eine andere Prozesslandschaft, als wir sie dann über die Jahre hinweg kennengelernt haben. Denn, wie Sie schon sehen können, 2011, 2012, 2017 und dann auch nochmal zur Marco 2020. Im Dezember 2019 gab es ein Update. Und das ist dann durchaus ganz interessant, wie sich hier
diese Marktregeln, die Vorgaben geändert haben. Die Version vor der Marco 2020, also die hier von, muss ich nochmal schauen, von 2017 bis 2019 gültig war, die hatte 150 Seiten. Und hat dann eben auch schon beschrieben, naja, Prozess Kündigung, ne, der hieß dann irgendwann auch nicht mal Lieferantenwechsel, der hieß dann Kündigung, Lieferende, Lieferbeginn, Ersatzversorgung, Messwertbereitstellung, Messwertermittlung im Fehlerfall, NNA, SDE, GDA, die ganzen typischen Abkürzungen, Stornierung, Rückabwicklung, Darstellung für Bilanzierung, Änderung des Bilanzierungsverfahrens. So. Und wer sich jetzt ein bisschen auskennt und dann sieht, dass wir in der Variante, die mit der Marco 2020 kam, die jetzt gerade auch immer noch gültig ist, deutliche Unterschiede finden, der wird auf jeden Fall merken, hier fehlt einiges. Hier fehlen einige Prozesse, die wir heute anwenden. Tatsächlich hatte die Marco 2020 spürbare Veränderungen mit sich gebracht in der Struktur der vier zentralen Marktregeln für Strom. Also GBKE, WIM, das sind die Wechselprozesse im Messwesen, die MPES, das sind die für die Einspeiseanlagen und die MABIS, das sind die Bilanzierungsprozesse, die wurden durch die Marco 2020 deutlich geändert und angefasst. Deswegen schließen wir direkt auch wieder diese Variante, die davor gültig war, und schauen uns jetzt mal hier als Anschauungsobjekt für die nächsten Minuten die aktuell noch gültige GPKE an, hier in einer konsolidierten Lesefassung. Das bedeutet nur, dass man dann im Weiteren nochmal kleine redaktionelle Fehlerchen und sowas korrigiert hatte und dementsprechend hier die Variante ursprünglich von der Marco 2020 mit nochmal Fehlerkorrekturen vom April 2020 hier also vorliegt, 109 Seiten lang ist. Nach einem einführenden Kapitel Römisch 1 kommen wir dann auch schon zu den Basisprozessen Römisch 2 und haben dann die übergreifenden Prozesse Römisch 3. Die Logik dahinter ist folgende. Basisprozesse gelten für ganz zentral die GPKE, für die Belieferung von Kunden. Übergreifende Prozesse können auch in anderen Marktregeln angewendet werden, sind hier also praktisch einmal aufgeführt, um dann aus anderen Prozesswelten heraus referenziert zu werden. Was bedeutet das? Wir regeln hier einmal in der GPKE, wie eine Stammdatenänderung durchzuführen ist. Und in der MPES, in den Marktregeln für Einspeiseanlagen, können wir ja auch sagen, wir wollen eine Stammdatenänderung machen. Referenzieren es aber darauf, wie es hier in der GPKE geregelt wird und sagen einfach nur, vertausch Lieferstelle mit Einspeisestelle. Und vertausch Verbraucher mit Einspeiser. So. Also sagen wir einmal, wir machen uns die Gesamtlast an Dokumenten einfacher und kleiner, indem wir in der GPKE diese ganzen übergreifenden Prozesse wie Geschäftsdatenanfrage, Stammdatenänderung und so weiter einmal niederschreiben. Die Stammdatenaustauschprozesse hier eben. Und dann sagen, naja, in den Wechselprozessen im Messwesen, in den Einspeiseprozessen und so weiter, wenn wir da auch Stammdatenänderungen, Geschäftsdatenanfragen und Co. machen wollen, dann wenden wir das genauso an, wie es hier in der GPKE geschrieben ist. Deswegen übergreifende Prozesse, weil die hier einmal formuliert sind und dann übergreifend verwendet werden können. Soweit erstmal zum Einstieg der Kapitelstruktur Römisch 1, 2, 3. In Römisch 1, einführende Prozessbeschreibung, findet ihr jetzt erstmal allgemeine Informationen darüber, wie die deutsche Energiewirtschaft im Strombereich zu handhaben ist. Also allgemeine Informationen, ja, was machen wir hier überhaupt? Es ist auch nur eine knappe Seite, nicht viel. Abkürzung und Definition, gerade für den Einstieg, vielleicht nochmal wichtig, sich das anzuschauen, eventuell rauskopieren und irgendwo einfügen, ausdrucken, unter das Kopfkissen legen, dann weiß man irgendwann genauer, was man hier noch beachten müsste in der Energiewirtschaft. Beteiligte Rollen, Objekte und Begriffsbestimmungen. Auch da wird es dann nochmal interessant, weil wir uns dann ja anschauen müssen, was sind die diversen Marktteilnehmer, Versorger, Versorger alt oder Lieferant alt und Lieferant neu. Und was ist da noch ein dritter Lieferant? Was für eine Rolle spielt der zum Beispiel in einem Lieferantenwechsel? Netzbetreiber, wie gesagt, Messstellenbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, die in verschiedenen Prozessen auch mit beteiligt sind. Welche Objekte, ne? Was ist eine Marktlokation, was ist eine Messlokation? Vorgründiger Unterschied, die Marktlokation ist der Netzanschluss, wo alle Abrechnungsprozesse zum Beispiel gebündelt dann laufen sollen, die Summe praktisch. Die Messlokation kann jetzt ein Teil der Marktlokation sein, wo dann zum Beispiel eine Maschinenhalle gemessen wird. Eine zweite Messlokation könnte dann das Büro messen und eine dritte Messlokation könnte die Einspeiseanlage auf dem Dach messen.
Also eine Messlokation ist die Stelle, an der gemessen wird. Das kann jetzt also ein einzelner Verbrauch sein, das kann eine einzelne Einspeisung sein, das kann aber auch eine Kombination sein, eine Zweirichtungszähler-Situation praktisch. Und diese Summe aus allen Messlokationen, das ist dann die Marktlokation, an der hier also praktisch der Netzanschluss, der Austausch mit dem öffentlichen Netz durchgeführt wird. Ganz einfach ausgedrückt, es gibt dann noch verschiedene Szenarien, aber auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Lokationsbündel sind messtechnisch zusammenhängende mehrere Marktlokationen, da wird es nicht einfacher. So, Datenaustausch machen wir über Edifact, steht dann hier drin. Ist auch nur eine knappe Seite. Vollmachten, natürlich darf ein Lieferantenwechsel, eine Kündigung im Auftrag des Kunden nur durchgeführt werden, wenn wir auch wirklich eine Vollmacht des Kunden haben, diese Kündigung durchführen zu dürfen. Das wird dann typischerweise darunter verstanden, dass man im Online-Portal des neuen Versorgers oder auf dem Vergleichsportal wie Verifox, Check24 und Co., wenn man dort dann eingibt, ich möchte wirklich wechseln zum 1. Oktober des Jahres, dann mache ich einen Haken, ja, kündige bitte für mich bei meinem alten Versorger. Das ist die Vollmacht. Entweder ich mache das selbst, indem ich bei meinem alten Versorger sage, ich kündige zum 30.09. und dann, ja, ich möchte wechseln zum 1. Oktober. Hey, ich habe schon selbst gekündigt. Du musst gar nicht mehr in meinem Auftrag kündigen. Dann gibt es keine Vollmacht. Wenn ich aber sage, ich selbst bin faul, ich kündige nicht, mein neuer Versorger soll das für mich im Auftrag machen, dann ist das praktisch diese Vollmacht, die ich über den Haken, über die Unterschrift dann schlussendlich gebe. Identifizierung einer Marktlokation, die muss immer ganz klar und eindeutig identifiziert werden. Dafür hat jede Marktlokation, also jeder Netzanschluss, eine eindeutige ID, die einmal zentral vergeben wird und dann auch nicht verwechselt werden kann. Und die ist dann zentral für die Identifizierung einer Marktlokation. Wenn die mitgeschickt wird, dann ist die Stelle, über die wir jetzt gerade reden, eindeutig identifiziert. Dann muss man nichts mehr suchen im IT-System. Und dann verringern sich Fristen im Weiteren und das ist dann natürlich interessant, um eben auch die eigenen Rechte und Pflichten dann betrachten zu können, dass die Fristen sich eben unterscheiden, sobald so eine Marktlokation mitgeschickt wird, verkürzen die sich. So, Basisprozess und dann gehen wir auch gleich rein. Ist auch relativ überschaubar. Kündigung, neuer Lieferant kündigt im Auftrag des Kunden beim alten Lieferant, um zivilrechtlich das Versorgungsverhältnis von alten Lieferanten zum Kunden zu beenden im Auftrag und damit praktisch den Weg frei zu machen für das eigene Lieferverhältnis. Grundregeln dazu, wie man das eigentlich zu machen hat. Ne? Also Beendigung am Tag vor dem Neuanfang, keine Versorgungslücke. Wenn es mehrere Anmeldungen schon für die Zukunft gibt, dann kann man die auch überholen und praktisch damit dann auch auflösen und so weiter. Also verschiedene Szenarien, wie die dann zu handhaben sind, gerade wenn mehrere Wettbewerber praktisch miteinander hier im Wettbewerb stehen und den Kunden gerne versorgen wollen. Und wer ist denn nun der, der es am Ende auch hinkriegt? Lieferende, ich möchte meine Versorgung beenden, weil ich ausziehe oder weil ich den Kunden nicht mehr, oder andersrum, weil der Kunde aussieht oder weil ich den Kunden nicht mehr versorgen möchte, nicht mehr kann oder warum auch immer. Ich löse praktisch das Versorgungsverhältnis auf Lieferende. Lieferbeginn, genau das Gegenteil. Ich möchte den Kunden jetzt gerne versorgen. Zum Wunschdatum so und so möchte ich hier die Belieferung beginnen. Einzug, neuen Betriebnahme. Ich habe den Kunden erfolgreich beim alten gekündigt. Ich möchte ihn jetzt praktisch anmelden und so weiter. Ne? Da gibt es verschiedene Hintergründe. Ersatz und Grundversorgung, auch natürlich nochmal ganz wichtig. Der Grundversorger vor Ort, also der größte Versorger in einem bestimmten Netzgebiet mit den meisten Haushaltskunden, die er versorgt, was dann immer alle 3 Jahre ausgezählt wird. Das haben wir jetzt kürzlich erst gehabt. Zum Juli 2021 wurde ausgezählt, Auszählungsstichtag. September wird das Ergebnis veröffentlicht und zum Jahreswechsel zu 2022 wechselt dann auch eventuell ein Grundversorger in einem bestimmten Gebiet. Und derjenige, der es dann wird, der Grundversorger, der muss diverse weitere Pflichten übernehmen. Der muss dann auch alle Kunden versorgen, die keinen anderen Versorger, keinen anderen Lieferanten finden oder gesucht haben. Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte sowie des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung. Das ist dann vor allem natürlich nochmal interessant, einerseits bei den RLM-Zählern, also wo eine registrierende Lastgangmessung stattfindet, wo also Echtzeitdaten im Sinne von Viertelstundendaten für einen großen Industriekunden zum Beispiel zur Verfügung stehen. Die bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte müssen dann auch übertragen werden an den neuen Lieferanten, damit der ein Gefühl dafür bekommt, wie der Kunde sich verhält und dementsprechend er auch dann sein Portfolio aufstellen kann. Und der Lieferschein der Netznutzungsabrechnung wird dann immer für die Netznutzungsabrechnung vorab geschickt, um die Energiemengen, die dann da draufstehen werden, vorher schon mal abzuklären. Die Netznutzungsabrechnung selbst ist dann wiederum der Prozess, wo der Netzbetreiber dann sagt, lieber Versorger, lieber Lieferant, ich möchte gerne die Energiemengen, die du an den Kunden versorgt hast,
dir jetzt auch nochmal mit Entgelten in Rechnung stellen, weil du hast ja mein Netz verwendet und ich möchte dafür gerne entlohnt werden, weil ich habe dir ja das Netz zur Verfügung gestellt. Auf diese Art und Weise mit dieser Netznutzungsabrechnung werden ja die Netzbetreiber in Deutschland finanziert. Das sind die Entgelte, die auf der Endkundenrechnung draufstehen, die dann praktisch über den Versorger eingetrieben werden und die dann der Versorger weiterreichen muss an den Netzbetreiber und über diesen Weg dann praktisch der Netzbetreiber seine finanzielle Unabhängigkeit von Konzernen und so weiter auch praktisch umsetzen kann, denn er wird schlussendlich vom Verbraucher selbst, vom Kunden selbst bezahlt über den Anteil, über die Entgelte auf seiner Verbrauchsrechnung. Und das ist es dann. Diese 7 Punkte unter Römisch 2, 1 bis 7, sind die Basisprozesse der GPKE. Und wir gucken uns gleich mal an, wie die aufgebaut sind. Aber erstmal, dass ihr die gesamte Liste habt, das sind jetzt auch ganz schön grundlegende Prozesse. Wie gesagt, Kündigung, Lieferende, Lieferbeginn, das ist der unmittelbare Wechsel im Alltagsgeschäft zwischen mehreren Versorgern. Grundversorgung, Ersatzversorgung, kleiner Spezialfall, aber eigentlich auch absolut alltäglich, wenn der Grundversorger hier eben Kunden übernehmen muss. Zum Beispiel jemand, der irgendwo einzieht und sich nicht einen eigenen Tarif sucht, der kommt automatisch zum Grundversorger. Und dementsprechend sind das viele Standortkunden, die dort einfach reinfallen. Messwertübermittlungen, die bisher da sind, Lieferschein und auch die Netznutzungsabrechnung selbst. Grundlegende Prozesse, die auch absolut logisch sind. Und in diesem übergreifenden, wie gesagt, Stammdatenaustausch auch absolut alltäglich. Uns fällt auf, dass die Stammdaten des Kunden sich geändert haben. Er meldet uns zum Beispiel, er hat es geheiratet, deswegen ändert sich der Nachname. Das ist eine Stammdatenänderung, die wir auch weiterleiten wollen an die berechtigten Marktteilnehmer, zum Beispiel den Netzbetreiber, damit der seine Ablesekarte für den Zählerstand an den richtigen neuen Namen, an die richtige postalische Adresse schicken kann. Dementsprechend schicken wir eine Stammdatenänderung an den. Die kann jetzt aus verschiedenen Richtungen kommen. Wir als Lieferant machen das natürlich für die Daten, für die wir verantwortlich sind, die unmittelbaren Kundenstammdaten, weil wir sind im Kundenlieferverhältnis. Wir kennen die Kundenlieferstammdaten. Wir sind auch dafür verantwortlich, die zu pflegen, während der Netzbetreiber für viele bilanzierungsrelevante Stammdaten verantwortlich ist, die sich aus den Messungen der Energie und so weiter ergeben. Und der Messbetreiber für verschiedene technische Stammdaten, vor allem des Zählers, verantwortlich ist und er dann dementsprechend diese hier organisieren muss. Die Standardsynchronisation ist vor allem dann wichtig, wenn noch der Übertragungsnetzbetreiber mit in das ganze Spiel integriert wird, nämlich bei den intelligenten Messsystemen für die Premium-Smart-Meter praktisch, ist der Übertragungsnetzbetreiber, der obere, einer der 4 großen Aggregationsverantwortlich. Er muss praktisch diese Energiemengen zusammenziehen und für seine eigene Netzberechnung verwenden, um eine gewisse Sicherung nochmal zu haben. Er zieht alle Daten rein, die er kriegen kann, um möglichst genau zu wissen, was auch in Echtzeit in dem Stromnetzen passiert. Dementsprechend muss er ein grundlegendes Stammdatenpaket bekommen. Ne? Diese Messstelle, die gibt es hier, die hat jetzt ein intelligentes Messsystem. Dahinter liegt Folgendes, damit er auch die genaue Stelle in seinem Stromnetz kennt. Dementsprechend kriegt er ein grundlegendes Stammdatenpaket und das wird immer dann mal synchronisiert, wenn es hier nochmal eine Änderung geben könnte, dann wird einmal vom Netzbetreiber an den Lieferanten, an den Übertragungsnetzbetreiber und zurück, jeweils mit einem Haken hinter dem neuen Stammdatenpaket, das hin und her geschickt. Und sollte irgendwas nicht klar sein, dann wird das ein paar Mal wiederholt, bis jemand dann den Fehler gefunden hat. Man kann so eine Stammdatenänderung aber auch anfragen, wenn man die Meinung hat, dass hier irgendwas vielleicht nicht hinhaut, dann kann man anfragen, hey, könntest du mir bitte folgende Stammdaten zuschicken? In jetzt der hoffentlich dann auch aktualisierten Form. Die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation, das ist dann genau dieses intelligente Messsystem, was jetzt praktisch neu eingebaut ist und dementsprechend in die Datenaggregation des Übertragungsnetzbetreibers übergeben wird. Das kann auch wieder beendet werden, sollte das intelligente Messsystem ausgebaut werden. Änderung des Bilanzierungsverfahrens oder der Gerätekonfiguration hängt dann damit zusammen, dass man gerade entlang der, auch wieder des Smart Meterings, aber dann auch vor allem des Umgangs, wollen wir hier ein Standard-Lastprofil klassischer Art und Weise anwenden oder wollen wir hier praktisch eine echte Echtzeitauswertung von Ablesungen, von Auslesungen, von Fernauslesungen durchführen und dementsprechend gehen wir komplett unterschiedlich damit um, wie wir die Energiemengen prognostizieren, die dieser Kunde verursachen wird. Na, bei einem Standardlastprofil gehen wir davon aus, der Kunde verhält sich wie ein Standardlastprofil-Kunde. Ne? Der Haushaltskunde verhält sich standardisiert. Standardlastprofile haben wir auch schon mal in einem anderen Video besprochen. Und dann rechnen wir praktisch nur noch mal drauf, was sein Jahresverbrauch ist. Dann nehmen wir das Profil, das Lastverhalten praktisch des Kunden,
nehmen seinen Jahresverbrauch mit drauf und dann nehmen wir an, dass sich das im Verhältnis halt über den Tag hinweg, über das Jahr hinweg verändert. Das ist aber komplett über den Daumen gepeilt. Macht man aber für die meisten Kunden, weil sich der Aufwand sonst nicht lohnt. Bei einer richtigen Auslesung machen wir bisher nur bei großen Industriekunden und dann bei den Smart Metering-Kunden, müssen wir das ja nicht machen, weil dann haben wir echte Daten. Dann haben wir echte Auslesungen, die wir praktisch viertelstündlich live praktisch hier übertragen. Und dementsprechend müssen wir nicht über diesen Daumen gepeilt mit den Lastprofilen. Aber das nur zu den Grundlagen dazu. Je nachdem, wie man das jetzt ändert, muss man das dann natürlich auch melden. Dann müssen Netzbetreiber, Versorger, Messstellenbetreiber und so weiter miteinander das klären und dann könnt ihr das auch festlegen. Und Geschäftsanfrage zu guter Letzt ist im Regelfall die Anfrage, hey, schick mir doch mal einen Zählerstand oder schick mir doch mal eine Energiemenge. Man kann verschiedenste Arten von Geschäftsdaten prinzipiell anfragen, vom Lieferanten, vom Messstellenbetreiber, vom Netzbetreiber, vom Übertragungsnetzbetreiber. Aber im Regelfall seht ihr ja auch an den Messstellenbetreiber hier, ne? Dementsprechend, man fragt meistens einen Zählerstand an, der dann praktisch ausgelesen werden soll. Und nochmal abschließend ein paar Infos zur Stornierung. Zum Synchronmodell und Asynchronmodell, was vor allem damit zusammenhängt, dass man in Zukunft eventuell keine rückwirkenden Änderungen mehr haben möchte, also der Einzug, der 6 Wochen rückwirkend umgesetzt werden kann, das ist das Asynchronmodell, weil jetzt die Netznutzung und die Bilanzierung prinzipiell asynchron laufen können, weil ich eben auch sage, ich melde den Kunden 6 Wochen rückwirkend noch in meine Versorgung an, weil er hat vergessen, sich selbst anzumelden. Beim Einzug darf ich das machen. Dann nehme ich ihn praktisch 6 Wochen rückwirkend in die Netznutzung. Ich kann aber nicht rückwirkend meine Bilanzierungsmengen ändern. Ich kann das nur jetzt und in die Zukunft machen. Und deswegen ist das ja asynchron. Das ist damit gemeint. Man möchte das eventuell in Zukunft synchronisieren, aber dann bräuchten wir richtige Echtzeitauslesungen und eine Echtzeitidentifizierung eines Auszugs und Einzugs. So digitalisiert sind wir noch lange nicht. Dementsprechend bleibt das Asynchron-Modell noch eine ganze Weile bestehen. Und das ist die Grundstruktur der GPKE. Also dieses lange Video hat es allein nur erstmal beschrieben, was macht die GPKE so. Und wir gehen jetzt mal grob in diese Prozesswelt rein. Wie gesagt, am Anfang hatten wir hier mal so eine kleine Auflistung, was ist die grundlegende Regelung der Energiewirtschaft. Und dann kommen wir in Römisch 2 Basisprozesse. Und das, was ich euch jetzt zeige, ist bei allen Marktregeln im Prinzip genau so jedes Mal wieder aufgebaut. Ihr habt, wenn der Prozess dann hier eröffnet wird, Use Case Kündigung ist der Prozess der Kündigung. Das wird hier immer Use Case genannt. Hat am Anfang so ein, ja, ich sag mal, Verhältnisdiagramm. Hier ist der Lieferant und hier ist noch ein anderer Lieferant miteinander im Austausch. Der Prozess Kündigung bedingt, dass ein alter Lieferant oder ein neuer Lieferant miteinander hier sprechen. Dann ist eine Tabelle zu finden, die dann beschreibt, was machen wir hier? Was ist das Ziel? Was ist die Beschreibung? Was sind die beteiligten Rollen? Was ist die Vorbedingung, die Nachbedingung im Erfolgs- und im Fehlerfall? Was sind potenzielle Fehlerfälle? Was sind weitere wichtige Hinweise, Voraussetzungen, Anforderungen, die in diesem Prozess beachtet werden müssen. Die Tabelle ist immer wichtig, wenn man sich gerade auch erstmals tiefer mit so einem Prozess beschäftigen möchte. Und dann kommt ein Sequenzdiagramm und diese Sequenzdiagramme sind eigentlich immer das Entscheidende, um so einen Prozess wirklich zu verstehen. Ihr findet dann hier, okay, Sequenzdiagramm, Kündigung oder Sequenzdiagramm, Kündigung. Interaction, ne, das ist immer ein Sequenzdiagramm, wenn hier so Interaction steht. Lieferant, neu, ne, entspricht LFN, heißt entspricht dem Lieferant neu. Der neue Lieferant, der ist praktisch in dieser Spalte hier zu sehen. Und der Lieferant alt hier rechts, der ist in dieser Spalte zu sehen. Und dann ist jede Zeile ein Schritt. Praktisch so zu sehen ist das. Lieferant neu schickt also erstens eine Kündigung. Das ist die Kündigungsmeldung im Auftrag mit Vollmacht. Ich, neuer Lieferant, kündige das Vertragsverhältnis von dir, alter Lieferant, mit dem Kunden, den ich jetzt gerne haben möchte. Der prüft das jetzt und schickt dann eine Antwort, zweiter Schritt. Und wenn ein Lieferende noch nicht gestartet wurde vom alten Lieferanten, dann müsste er dieses dann auch noch nach positiver Prüfung, nach positiver Antwort selbst durchführen. Das soll dieses Sequenzdiagramm aussagen. Dieser Kasten hier ist dann nochmal mit Opt, also mit optional, mit Option versehen. Die Option, wenn ein Lieferende, also die eigene Abmeldung als alter Lieferant, noch nicht bisher gestartet wurde, muss ich nach erfolgter Kündigung
dieses noch anstoßen, um mich praktisch auch abzumelden beim Netzbetreiber. Der Prozess Kündigung selbst ist also denkbar einfach. Der sagt ja nur, ich als neuer Lieferant mache die Kündigung im Auftrag des Kunden, alter Lieferant prüft und sagt ja oder nein. Und wenn er ja sagt, muss er eben abmelden. Wenn er nein sagt, muss ich als neuer Lieferant herausfinden, woran es lag. Das steht ja auch immer ein Grund mit drin. Das werden wir uns ein anderes Mal noch mit anschauen in einem separaten Video, weil das wird jetzt schon zu lang. Es gibt verschiedene vorgefertigte Ablehnungsgründe und Bestätigungsgründe pro Prozess. Und je nachdem, was dann eben da drin steht, kann man als Gegenseite ganz gut interpretieren, woran hat es denn jetzt gehakt? Konnte der Kunde nicht identifiziert werden? Haben wir die Kündigungsfrist nicht gehalten? Diverse andere Gründe. Aber das meiste ist ja, wir erkennen den Kunden nicht, weil der Bindestrich im Doppelnamen, der stand nicht mit drin, also konnten wir den Kunden ja gar nicht identifizieren. Es gibt auch so fadenscheinige Gründe, aber auch sehr, sehr gute wie, naja, den Namen, den kennen wir nicht auf der Versorgerstelle. Der Name ist da nicht bekannt. Naja, zum Beispiel, weil beim alten Kunden, beim alten Lieferanten ist vielleicht der Ehemann angemeldet und bei uns als neuen Lieferanten ist die Ehefrau oder der Ehemann angemeldet. Also nicht Namensgleichheit, dann kann man nicht kündigen. Der Name muss identisch sein. Das heißt, man müsste in dem Fall auch beim neuen Lieferanten den Partnernamen verwenden oder beim alten Lieferanten den Kundennamen anpassen. Erst dann kann eine Kündigung erfolgreich durchlaufen. Aber wenn man das macht, dann kann man auch einfach selbst kündigen beim alten Lieferanten und dann ist es eh vorbei. Dann kann man selbst den Lieferbeginn anstoßen. Jetzt ist das Sequenzdiagramm denkbar einfach. Und drunter ist dann auch nochmal eine einfache Tabelle. Nach jedem Sequenzdiagramm gibt es eine Tabelle, die dann beschreibt, was in diesem Schritt jeweils zu tun ist. Im Schritt 1 Kündigung steht nichts weiter bei Frist oder Hinweis, weil das ist einfach nur die Kündigung. Aber bei der Antwort, also bei diesem Schritt Antwort, den alter Lieferant dann machen muss, steht Frist unverzüglich. Jedoch spätestens bis zum Ablauf des ersten Werktags nach Eingang, sofern eine Marktlokations-ID mitgeschickt wurde. Die Marktlokations-ID, die eindeutige Identifizierung einer Verbrauchsstelle, wenn die mitgeschickt wird, dann gibt es genau einen Werktag Reaktionsfrist beim alten Lieferanten. Alternativ 3 Werktage, wenn die Marlo-ID nicht mitgeschickt wird. Denn dann muss der alte Lieferant eventuell den Kunden noch manuell identifizieren über Name, Zählernummer und Co. Das kann manchmal auch wirklich ein bisschen kompliziert sein, gerade wenn die Kunden sich falsch anmelden oder mit anderen Daten anmelden. Das heißt, die Fristen sind dann relativ klar, unverzüglich. Ein Werktag mit Marlo-ID, 3 Werktage ohne Marlo-ID und weitere Hinweise, dass eben zum Beispiel bei einer Ablehnung der Grund für die Ablehnung mitgeschickt werden muss und bei einer Bestätigung, ob es inhaltliche Änderungen gibt. Zum Beispiel, dass wir bemerkt haben, naja gut, die Postadresse wurde nicht ganz korrekt geschickt. Wir schicken dir die korrigierte Postadresse zurück, zum Beispiel. Und hierbei wird dann auch der Vorjahresverbrauch mit angegeben. Ja, Kunde hat im letzten Jahr 4.500 Kilowattstunden verbraucht. Wenn er nämlich bei uns gesagt hat, dass er 2.500 im Jahr verbraucht, dann wissen wir jetzt schon mal, ohoho, das könnte auch doppelt so viel sein. Müssen wir vielleicht nochmal Rücksprache halten. Oder das zumindest beachten bei unserem Auffüllen unseres Energiemengenportfolios. Ne? So, und dann stehen hier weitere Hintergründe, was eben gemacht werden muss, wenn hier gekündigt wird. Zum Beispiel, auf welchen Termin wird gekündigt. Nehmen wir das Kündigungsdatum an, was der neue Versorger wollte oder hat einfach nur gesagt zum nächstmöglichen Termin oder können wir es verschieben auf früher oder später oder was auch immer. Dann gibt es hier verschiedene Szenarien, die hier beschrieben werden und dann eben ausdrücken, geht das oder geht das nicht. Verschiedene Grundregeln und schon kommen wir dann auch zum nächsten Prozess, Lieferende. Das sind ja genauso, hier wird beschrieben, Lieferant und Netzbetreiber sind hier beteiligt. Die Tabelle, die eben sagt, was wird da gemacht. Sequenzdiagramm, Abmeldung, Antwort auf Abmeldung. Und optional, Tabelle, die dann beschreibt, welche Fristen, welche Hinweise und so weiter. Und so zieht sich das hier durch. Dann sehen wir schon beim Lieferbeginn, alles klar, das wird ein bisschen komplexer, da ist ein bisschen mehr zu beachten. Aber damit will ich euch eigentlich auch nur sagen, ihr findet in der GPKE dann jeweils pro Prozess eine derartige Aufstellung. Wer ist beteiligt? Was sind die Eigenschaften des Prozesses? Was ist da die Sequenz, die angewendet wird? Wer macht was wann? Und welche Rechte und Pflichten, welche Fristen, welche Hinweise gibt es dann auch im Weiteren in der Tabelle darunter? Und das war's. Das ist erstmal grundsätzlich der Inhalt von den Marktregeln wie GPKE und Co. Und das ist natürlich hilfreich, wenn man sich weiter damit auseinandersetzen möchte, was man eigentlich macht in der Energiewirtschaft und welche
Aufgaben man eigentlich als Versorger so durchzuführen hat und wie das geregelt wird. Jeder, der an der Energiewirtschaft teilnehmen möchte, in dem Sinne, dass er versorgt oder Netzbetreiber ist oder Messstellenbetreiber ist oder was auch immer, muss diese Marktregeln, die auf ihn zutreffen, anwenden. Zusammen mit den EDIFACT-Vorgaben für den Datenaustausch, das hatten wir im vorigen Video, zusammen mit weiteren Vorgaben, wie zum Beispiel den Entscheidungsbaumdiagrammen und Codelisten. Das machen wir mal in einem der nächsten Videos noch. Und dann hat man zumindest ein gutes Gefühl dafür, was man eben so machen müsste als Versorger. Wenn man die Idee hat, ach, ich möchte gerne Energieversorger werden und bundesweit versorgen, dann muss man das alles beachten, muss man das alles umsetzen. Und wie wir ja in den Fristen gesehen haben, auch teilweise fast in Echtzeit innerhalb eines Werktages beantworten, wenn entsprechende Meldungen von jemand anderem kommt. Na? Dementsprechend, das ist nicht einfach. Die Energiewirtschaft an sich ist recht komplex. Ihr seht ja auch wirklich jede Menge Content in dieser GPKE, in diesen ganzen Prozessen. Und das ist jetzt ja die Variante, die wir aktuell gültig so verwenden. Ich habe aber ganz ursprünglich auch schon mal gezeigt, naja, da steht was neben der aktuell gültigen Fassung von zukünftig gültiger Fassung. Und wir haben es schon mal in einem anderen Video angedeutet, es gibt eine neue Version ab dem 1.4.2022. Zum April nächsten Jahres startet die jetzt schon sogenannte Marco 2022. Und ich finde es ja lustig, dass wir jetzt schon von der Marco 2022 sprechen. Streng genommen kann man es auch so sagen. Wir werden zum April nächsten Jahres eine deutliche Änderung der Marktregeln in der deutschen Energiewirtschaft, in der Stromwirtschaft erstmal merken. Ganz nebenbei werden auch noch die Lieferantenrahmenverträge angepasst und so ein paar Anhänge davon, also spürbare Änderungen, die zum April nächsten Jahres kommen. Unter anderem eben eine neue Version der GPKE, die dann zum 1.4.2022 in Kraft tritt. Und jetzt nur ganz grob vergleichen, 109 Seiten in der aktuellen Version, 182 in der nächsten. Die ist ein bisschen aufgebläht. Das wird auch vielleicht nochmal in der finalen Lesefassung nochmal ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall ist die nächste GPKE leicht anders. Sie wird leicht andere Informationen noch mit beinhalten. Aber auch hier ist die Grundstruktur immer die gleiche. Wir haben irgendwo dann die beteiligten Marktpartner. Wir haben die Tabelle. Wir haben das Sequenzdiagramm. Wir haben die nächste Tabelle, die beschreibt, welche Sequenz was bedeutet. Und dann geht es schon wieder weiter. Na, also dementsprechend, so ist die GPKE immer aufgebaut. Das sind die Marktregeln zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, die GPKE. Habt ihr grundsätzliche Fragen zur GPKE? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, abonniert unseren Kanal, denn wir werden jetzt noch deutlich mehr Videos zum Thema Marco machen und natürlich auch tagesaktuelle andere relevante Themen, die sich so entwickeln in der Energiewirtschaft. Zum Beispiel, dass wir im Oktober mal wieder dann neue Versionen der EDIFACT-Formate haben und so weiter und so fort. Es wird nie langweilig in der Energiewirtschaft. Naja, also Daumen nach oben, gerne. Abonnieren, Glocke auch aktivieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.